Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 1. Wir standen dem Templer gerade echt im Weg. Ist mir aber egal, ich mag die Templer nicht. Hallo Templer. Wir müssen zur alten Mine. Das ist unsere Hauptquest im Moment. Und da wir dahin müssen, gehen wir doch einfach mal dahin. Ohne Zögern, ohne Zweifel, wir fahren jetzt dahin. Nein, Spaß, wir laufen. Was ich nicht so mag, ist irgendwie solche Laufwege, auch wenn sie noch so langweilig erscheinen, so etwas rauszuschneiden. Ich finde das eigentlich nicht so toll. Deswegen laufen wir und ich nehme alles auf. Außerdem ist das immer so schön. Das ist die Zeit im Video, wo man eigentlich am meisten quatschen kann, wenn man nichts zu tun hat, einfach nur laufen muss. Und was sehen wir da? Da ist noch ein Varan am Leben, den erschießen wir direkt. Stirb. Stirb. Damit wir uns so weit laufen müssen. Steht ein Scavenger. Ziehen wir unser Schwert, schlagen ihn nieder und nehmen sein Fleisch mit. Im ersten Teil des Spiels, wenn man noch nicht so stark ist, so viele Lebenspunkte hat, ist Nahrung eigentlich nur der beste Weg, um sich zu heilen. Im späteren Spielverlauf, zum Beispiel jetzt bringt uns Nahrung fast kein Leben mehr. Hier, ich kann es ja kurz zeigen. Wir essen einfach mal so ein Heilkräuter-Ding. Okay, es ist Heilkräuter, das gibt viel, aber sowas wie jetzt zum Beispiel hier so Fleisch oder Wasser, das bringt eigentlich fast nichts mehr. Ist am Anfang gut, aber jetzt ist es nicht mehr so. Und da steht noch ein Wolf. Stand noch ein Wolf. Wir nehmen seine Felle mit und gehen wieder. Da ist noch eine. Heute nicht, Varan. Ich hab dich gekillt. Wir nehmen auch gleich die Flügel und die Stacheln der Blutfliege mit. Und gehen weiter. Und da steht noch ein Scavenger, den wir schlachten können. Wir gehen jetzt nicht durchs alte Lager, wir gehen jetzt außen rum. Und wir nehmen auch nicht den Waldweg, wir gehen oben rum am Weg des neuen Lagers vorbei. Und schießen den Scavenger hier in Stücke. Gut, gut, gut. Wir gehen jetzt weiter. Und was sehen wir da? Noch ein Scavenger, den wir töten können, aber den lassen wir jetzt am Leben. Wir müssen weiter. Wir töten nur, was absolut nötig ist. Das heißt, der Scavenger bleibt erstmal am Leben. So auch dieser kleine Scavenger da unten. Dieser nervige Goblin hier. Den lassen wir am Leben. Den Scavenger können wir im Vorbeilaufen gut erledigen. Und wir gehen mal weiter. Wir reden kurz mit Aidan. Das ist eigentlich nicht wichtig, aber wir können ich möchte es trotzdem kurz machen, bevor wir es vergessen. Aidan, hör auf zu rauchen, wir müssen quatschen. Ich will lernen, Tiere auszuschlachten. Was willst du wissen? Häuten von Reptilien. Worauf muss ich beim Häuten von Reptilien achten? Die einzigen Reptilien, die dafür geeignet sind, sind der Lurker,
Und der Sumpfhai. Wenn du die Haut an den Seiten anschneidest, löst sie sich wie von selbst. Du solltest ab jetzt kein Problem mehr haben, Echsen zu häuten. Sehr gut, sehr gut. Wir haben jetzt alles gelernt, was wir beim Jagen wissen müssen. Wir werden jetzt noch 4 Bonustalente im späteren Spielverlauf lernen, aber mehr dazu, wenn es soweit ist. Hier sind wieder Goblins, die nerven. Aber wir ignorieren sie, weil wir so cool sind. Auch den Scavenger hier ignorieren wir einfach mal. Ja, ja, schrei du ruhig. Die Blutfliegen, die wir hier... Da, die Blutfliege, da den Moderat, die ignorieren wir jetzt. Wir gehen weiter zur alten Mine, da gibt es jetzt gleich einen Haufen EP. Was ich sehr cool finde, aber sie sind echt schwer zu kriegen, beziehungsweise hart zu machen. Da wir einige Minecrawler töten werden müssen. Dann werdet ihr sehen, der Kampf gegen Minecrawler ist kein Spaß. Es ist nicht sehr lustig. Aber es lohnt sich. Wegen der EP. Aber bevor wir hier reinrennen, wie beim letzten Mal, als wir hier reingerannt sind, werden wir hier speichern. Bevor irgendwas Doofes passiert. Speichern. So. Wir gehen weiter. So Leute, da bin ich wieder. Und gerade eben ist das passiert, was ich eigentlich vorausgesehen habe, dass das Spiel abschmiert, während wir versuchen, in die Mine einzudringen. Jetzt hat es geklappt, gerade eben nicht. Tut mir echt leid für dieses verfluchte Teil, aber naja, shit happens. Wir reisen jetzt erstmal hier den Berg runter. Ja, das hat wehgetan. Heu halt rum. Wir gehen kurz da rein. Da ist jemand, mit dem ich kurz quatschen möchte. Hier kann man dann ganz bewusst runterspringen. Für Gomez! Die Wachen erwischen mich nie. Wie meinst du das? Ich arbeite nur, wenn Wachen in der Nähe sind oder mich sehen können. Ansonsten hänge ich hier meine Zeit ab. Werden Sie nicht misstrauisch? Na ja, ich schürfe natürlich weniger Erz als alle anderen. Es reicht natürlich nicht immer. Da muss ich halt mal ein bisschen geschickt tauschen. Ich halte immer meine Ohren offen und bekomme viele nützliche Dinge mit. Du hast nicht zufällig etwas Erz bei dir? So ungefähr 10 Erz? In Ordnung. Hier sind 10 Erz für dich. Danke! Wenn du zurück zum Hauptschacht gehst und den Stegen weiter nach unten folgst, da kommst du bald an 2 Nebenhöhlen. In der 2. Höhle steht eine Wache. Da steht auch ein alter Stampfer. Dort liegt noch irgendwo ein Heiltrank, aber sei vorsichtig und nimm dich vor den Crawlern in Acht. Und wenn du mal wieder was brauchst oder hörst, dann komm ruhig zu mir. Ich kann dir bestimmt weiterhelfen. Weißt du was über die Schlüssel für die Truhen im Lagerschuppen? Nun, das kommt ganz drauf an. Darauf, wie viel Erz ich dir gebe. Du lernst schnell. Wir geben 30 Erz. 30 Erz sollten reichen. Nun gut. Zufällig habe ich hier einen Schlüssel. Hast du noch ein paar nützliche Informationen? Na klar. Hast du noch 10 Erz? Für mein Erz erwarte ich auch eine gute Information. Hier gibt es eine Menge verschlossener Truhen. Glenn, der Butler, der ganz oben steht, kann dir ein paar Dietriche besorgen. Sehr gut, sehr gut. Viel Glück noch. Du weißt ja, wo... Für Gomez! Hör mal, wenn du nicht da bist, sitzt Aleph die ganze Zeit rum, ohne zu arbeiten. Ist das so?
Weißt du, was ich noch viel weniger leiden kann als Faulpelze? Das sind Verräter! Also geh mir aus den Augen! Du hast mich bei Brandig angeschwärzt? Mach, dass du wegkommst! Ja, dann machen wir dann mal, dass wir wegkommen. Da liegt zwar noch eine Fackel, aber die brauchen wir jetzt nicht. Wir haben den Schlüssel, den wir wollten. Haben wir Schlaf? Nee, haben wir gerade nicht dabei. Das heißt, ich muss geschickt an ihm vorbeispringen und dann schleichen. Oder auch nicht. Wir gehen einfach weiter unseren Weg. Die Mine runter. Ich laufe hier lieber. Ihr wisst ja, was beim letzten Mal passiert ist, als wir hier runtergelaufen sind. Hier können wir wieder ein bisschen springen. Hier macht's nichts. Ah, hier hat's ein bisschen was gemacht. Das war ein Bug, aber egal. Vorsichtig Leiter runterklettern. Ist zwar ein bisschen nervig hier, aber okay, es geht eigentlich. Ach, der ist doch gar nicht da. Hier. Aha, Magie. Was haben wir in der Kiste? Erz. Da haben wir aber ein gutes Geschäft gemacht. Kurz vorbeispringen. Quatschen wir mit Ian. Für Gomez. Bist du Ian, der Chef der Mine? Ja, ich bin Ian. Und das hier ist meine Mine. Also fass nichts an und mach nichts kaputt. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Hier gibt's wahrscheinlich Dutzende von Nestern. Hör zu, ich muss zu diesem Nest. Ich habe jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Unser Stampfer ist kaputt. Vor ein paar Stunden ist das Zahnrad gebrochen. Ich habe noch keine Idee, wo ich ein neues herbekommen kann. Besorg mir doch einfach eins, dann kümmere ich mich um dein Problem. Erzähl mir von der Mine. Wenn du dich hier weiter umsehen willst, sei vorsichtig. In den Höhlen sind Minecrawler. Am besten du bleibst in diesem Hauptschacht. Und lass die Templer in Ruhe. Sie lungern zwar die meiste Zeit nur rum, aber wenn die Crawler kommen, gibt es keinen besseren Kämpfer an deiner Seite. Ich werd's mir merken. Ich hab noch zu tun. Und halte meine Jungs nicht von der Arbeit ab. Ich sehe mich nur mal um. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Ich doch nicht. Ich doch nicht. Ich dachte, das wäre schon lange gewesen. Was zum... Ja, wahrscheinlich hast du recht. Weißt. Ich will's nicht wissen. Ich will's nicht wissen. Wir gehen jetzt mal dahin, wo der alte Stampfer steht. Hallo Gardist, wir gehen mal hier durch. Da hast du ja hoffentlich nichts dagegen. Ist mir zu ruhig hier. Ah, natürlich. Da sind die Gebrüder Minecrawler. Guck mal, dass wir vorsichtig und unbemerkt runterkommen. So zum Beispiel. Springen wir kurz hier rüber. Arg viel halten die ja nicht mehr aus, seitdem wir stärker geworden sind. Aber die machen trotzdem noch einen Haufen Schaden. Na komm, greif an. Das Gott, die hat geblockt. Wir nehmen ihre Zangen mit. Die brauchen wir. Das Rabenkraut lasse ich mal liegen. Hier haben wir das Zahnrad. Und hier irgendwo liegt noch der Trank, von dem der andere da gequatscht hat. Irgendwo hier? Nein, hier nicht, aber da oben. Auch nicht? Okay, seltsam.
Aber okay. Wir nehmen uns die erste Leiter vor. Jetzt kommen wir gleich an ein Riesenproblem. Ihr werdet sehen, was ich meine. Wir sind hier oben. Ich glaube, er meint irgendwo da oben. Aber wir wollen jetzt mal weiter zu Ian. Und wir gehen mal hier hoch und fallen direkt wieder runter, was ein ziemliches Problem ist. Das heißt, wir müssen uns jetzt was einfallen lassen. Dazu gehen wir hier lang. Gehen hier hoch. Wenn es funktioniert, sind wir gleich draußen. Sollte es nicht funktionieren, sind wir tot. Da liegt der Trank, von dem er geredet hat. Die Spitzhacke, okay. Und ein Erzbrocken, finde ich nett. Geh mal kurz nach da oben gucken. Vielleicht haben wir da noch was liegen. Sieht aber nicht so aus. Okay, gut. Wir klettern leider wieder runter. Und jetzt ist Akrobatik halt ein riesen Vorteil. Ihr seht, wir sind draußen. Wir gehen wieder hoch zu ihnen. Wir haben, was wir wollten. Wir haben das Zahnrad. Aber behalt's für dich. Muss nicht jeder gleich wissen. Hey du, es gab gar kein gebratenes Fleisch. Oh, da muss ich mich wohl geirrt haben. Schönen Tag noch. Haben wir ihn eiskalt kurz verarscht. Ian, du sollst mit mir reden. Gomez. Ich habe das Zahnrad. Hey, gut gemacht. Ich denke, das wird klappen. Nun zu dir. Geh mal zu Asghar. Er soll das Tor öffnen, damit du die dunklen Schächte durchsuchen kannst. Sag ihm einfach, alles wird gut. Dann wird er wissen, dass ich die Erlaubnis gegeben habe. Okay. Ich schaue mich mal um. Mach keinen Ärger. Da wir das jetzt wissen, das ist eine nützliche Information gewesen, wir gehen mal weiter. Wir sollten aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Wir jumpen jetzt mal ganz runter, schnell. Dann müssen wir hier lang. Aua, hat wehgetan, aber egal. Da stehen überall Gardisten-Spackos rum und da stehen Templer. Ornakosh, Gornavid. Ich suche das Nest der Minecrawler. Hier in der Mine gibt es viele Höhlen neben dem Hauptschacht, aber dort haben wir noch kein Nest gefunden. Der Schläfer erwache. Alles klar. Das hieß, der wird uns was beibringen, damit wir die besser töten können. Aber gut. Wir gehen mal weiter. Und da ist nochmal ein Orksklave. Für Gomez. Ich sehe, der Stampfer ist schon repariert. Ja, wenn es darum geht, die Leute zum Arbeiten zu bringen, sind wir ziemlich schnell. Finde ich cool. Was läuft in der Mine? Die Butler schürfen das Erz. Und wenn sie das nicht tun, dann gibt's was aufs Maul. Erzähl mir was von den Crawlern. Die Drecksviecher machen uns das Leben schwer. Ich weiß nicht, wer mehr Arbeit macht, die Viecher oder die Butler. Wie sieht's aus? Ja, was glaubst du? Alles klar, gehen wir wieder. Der will uns nichts erzählen. Gehen wir mal hier hoch. Oh, guck mal, da steht Asghar. Für Gomez. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Dieser ganze verdammte Berg ist ein einziges Nest. Warum ist dieser Schacht versperrt? Egal wie viel Crawler wir getötet haben, von dort kamen immer wieder mehr. Dann wird dort irgendwo ein Nest sein. Lass mich das Tor öffnen. Nein, erst wenn Ian die Erlaubnis gibt, wird dieses Tor geöffnet. Vorher geht gar nichts. Hey, Asghar, du kannst das Tor öffnen. Ich habe dir schon einmal gesagt, nur wenn Ian... Asghar, alles wird gut. Und einen schönen Gruß von Ian. Na gut, wenn Ian die Verantwortung übernimmt?
Aber nur unter einer Bedingung. Spuck's aus. Was für eine Bedingung? Besorge erstmal 2 bis 3 Templer zur Verstärkung. Ich will nicht alleine hier stehen, falls die Crawler aus dem Schacht kommen. Ja gut, das wird hinzukriegen sein. Aber vorher schlürfen wir mal hier so einen starken Heiltrank. Und nochmal einen. Für den Kampf brauchen wir alle Lebenspunkte, die wir kriegen können. Und deswegen springen wir mal hier runter. Wir besorgen mal 2 bis 3 Templer. Und was sehen wir da? 2 bis 3 Templer. Leider können wir nur die mit Namen benutzen. Der Templer zum Beispiel, der geht gar nicht. Was liegt an? Hör mal. Musst du eigentlich jeden anquatschen, der hier rumläuft? Er hat recht, wir müssen jeden anquatschen, der hier rumläuft. Bonavid. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin auf der Suche nach Sekret für Kalom und weiß, wo sich das Nest der Crawler befindet. Wenn der Durchgang geöffnet wird, bist du dabei. Der Kampf gegen Crawler kostet Blut. Wenn du mir einen Heiltrank bringst, bin ich dabei. Hier, vielleicht hilft dir das. Danke. Du kannst auf meine Stärke zählen. Wir treffen uns unten bei Askan. Ich werde dort sein. Kornakosch, Kornakosch, Kornakosch. Hierher. Ich weiß, wo das Nest der Crawler ist. Und werde hineingehen und etwas suchen, aus dem Kalom ein stärkeres Elixier brauen kann. Dann wirst du meine Klinge brauchen. Ich bin dabei. Gut. Wir treffen uns beim großen Durchgang. Lass mich vorbei. Ja, ja. Bleib locker, Templerkumpel. Jetzt habe ich mich versprungen. Wir müssen hier hoch. Hallo, Gardist. Hallo, andere Gardist. Hallo, nochmal ein Gardist. Immer schön viele Gardisten in der Gegend, aber keiner, der wirklich kämpfen kann, will, möchte. Lass uns lieber über was anderes reden. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin auf der Suche nach Sekret für Kalom und glaube zu wissen, wo das Nest der Crawler ist. Wenn der Durchgang geöffnet wird, bist du dabei? Das Nest der Crawler. Endlich. Mein Schwert kämpft für dich. Gut, gut, gut. Bevor wir in das Nest gehen, räuchern wir erstmal die Crawler hier aus. Nochmal ein toter Crawler. Ey, renn nicht weg. Renn nicht weg, wenn ich dich töten will. Gut, gut, gut. Hier haben wir noch meinen Crawler. Da haben wir noch meinen Crawler. Mein Crawler. Gut. Wir gehen jetzt mal schnell. Nochmal meinen Crawler töten. Hier liegt ein Ring. Keiner weiß, wer es bringt. Keiner weiß, wo er herkommt. Ein Feuerschutzring. Den können wir anlegen. Wir brauchen ihn zwar noch nicht. Oder noch nicht unbedingt. Aber okay, wir können ihn anlegen. Die Minecrawler haben wir leer geräumt. Wir gehen weiter nach unten vors Tor. Die Templer müssten eigentlich schon da sein. Steh auf, Trottel. Da wir leicht verletzt sind, ein Heilkräuterchen wird schon richten. Dann halt noch Nachtschatten hinterher. Ernsthaft, ernsthaft, wegen dem bisschen Fallen da. Größeres Heilkräuterchen und weiter geht's. Wir sehen hier die 3 Templer, die warten schon auf uns und Askan. Aber bevor wir die jetzt, oder bevor wir das Tor jetzt öffnen lassen, werden wir eine Folgenunterbrechung machen und sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen!